Die Trucker Babes sind zurück mit ihren täglichen Abenteuern. Aber auch abseits der Straßen sind sie Hingucker. Im Privatleben geben sie genauso Gas und machen alles mit Leidenschaft und vollem Körpereinsatz. Das haben sie schon oft bewiesen. Hier sind die schönsten, privatesten Momente der Trucker Babes. Los geht's mit einer der heißesten Truckerinnen überhaupt, Sabrina. Das 27-jährige Trucker-Babe ist ein erfahrenes Model und zeigt dabei ihre ganz weibliche Seite. Was, 60? Wollt ihr mich verarschen? So haben wir sie lieben gelernt, ohne Blatt vom Mund und mit immer neuer Haarfarbe. Doch man darf sie nicht unterschätzen. Sabrina ist Spezialistin für LKW-Überführungen und weiß genau, was sie tut. Vollprofi und PS-Prinzessin. Ey, wenn ich würde, ich würde noch ein Turbo draufpacken und wird 150 fahren. Wir begleiten Sabrina zu einem ihrer vielen erotischen Fotoshootings. Sie ist gefragtes Model und heute in München gebucht. Hi, spaziert. Ein langer Tag liegt vor der gebürtigen Thüringerin. Heute stehen 5 verschiedene Motive auf der Tagesordnung. Das bedeutet, die Mitarbeiter bauen das Studio mehrmals um. Sabrina bekommt das volle Beauty-Programm. Ganze 4 Stunden braucht die Stylistin. Ohne Pause zuppelt sie an der 27-Jährigen herum. Für Sabrina könnte der Unterschied zu ihrem Alltag als Trucker-Babe nicht größer sein. Wenn ich im LKW unterwegs bin, dann schminke ich mich eigentlich grundsätzlich fast gar nicht, weil ich eigentlich keinen Bock dazu habe. Lieber schlafe ich etwas länger, weil das kostet mich ja sonst wieder Zeit. Und dann wird auch meistens nur eine BB-Creme aufgetragen, ein bisschen halt, dass man ein bisschen braun im Gesicht ausschaut, und das war's dann auch schon. Es ist bei mir grundsätzlich so, das Auto schaut meistens besser aus wie ich. Kein Wunder. Sabrina arbeitet auch noch als Autoaufbereiterin. Die nächsten 5 Stunden steht sie jetzt aber vor der Kamera. Trucker-Babe Sabrina zeigt ihre sexy Seite. Pose ist schon mal sehr cool. Ihre Posen schätzen nicht nur Trucker. Sabrina wurde schon für die Crème de la Crème der Szene-Magazine abgelichtet. Diese Kalendershootings tatsächlich für den erotischen LKW-Kalender beziehungsweise erotischer Scania-Kalender, beziehungsweise was es nicht sonst noch gibt, Waffenkalender, erotischer Feuerwehrkalender. Da durfte ich ja schon überall mal mit dabei sein. Erotisch, cool und tough. Sabrina kann aber auch anders, wie dieses Shooting im Bayern-Style zeigt. Auch das passt zu ihr, denn obwohl sie gern mit dem LKW durch die Lande cruist und PS liebt, mag sie es privat ruhig. Sie ist in Thüringen auf dem Dorf groß geworden und lebt jetzt in Bayern bodenständig in einem reinen Mittelhaus. Ein krasser Kontrast dazu sind ihre vielen Tattoos. Michael Jackson, die komplette Fast and the Furious Gang und Michael Schumacher zieren ihren Körper. Ich habe mehrere Tattoos und eigentlich spiegeln alle meine Tattoos einen Bezug zu meinem Hobby und zu meiner Leidenschaft, eben PS, schnelle Autos und tolle Autofahrer und so weiter, was da dazugehört. 15 Leute arbeiten heute am Set. Auf jede Kleinigkeit achtet irgendjemand. Relativ normal, aber für Sabrina eine ungewohnte Situation. Hier kümmert sich irgendwie alle um einen und man ist so der zentrale Mittelpunkt des Geschehens. Das bin ich sonst nicht gewohnt, weil ich mich immer selbst organisieren muss und eben nichts gemacht oder eben von anderen nichts gemacht bekomme. Ich muss mir alles hart selbst erarbeiten. Ja, hart arbeiten, das machen alle Trucker-Babes und sogar richtig gerne. Umso schöner aber, sie bei ihren privaten Momenten begleiten zu können. Weiter geht's mit Trucker-Babe Julia. Sie bringt normalerweise ihre rollenden Toiletten an jeden Ort. Oh, ich freue mich. Ich mag es so sehr zu fahren. Das ist unfassbar. Allerdings hat sie so eine Strecke noch nie gesehen. Julia fährt heute Truck Trail. Dieser Ausflug in die Welt des Motorsports bringt sie in Schwitzen. Kurz
kurz vorher. Trucker Babe Julia erfüllt sich einen Wunsch. Zusammen mit ihrem Kfz-Meister Uli besucht sie Marc und Jan. Die Cousins führen eine der größten LKW-Vermietungen und fahren seit 8 Jahren Trucktrail. Also ich wette, mein LKW kann das nicht. Also dein, so dein LKW ist wahrscheinlich eher für die Straße gemacht und der natürlich absolut fürs Gelände. Und zwar dieses Gelände. Ein matschiger Steinbruch mit extremen Gefällen und Steilhängen. Hier will sich Julia heute durchpflügen. Wobei jetzt, wo sie das so sieht. Ich habe ein bisschen Angst. Ach, echt? Guck mal, wie steil das da unten ist. Wenn ich einmal falle, dann falle ich richtig. Bei diesem Motorsport geht es nicht um Tempo, sondern um Geschick. Jan und Marc sind amtierende Europameister und lassen ihre Besucherin natürlich nicht allein. Erstmal gibt's eine, sagen wir, Sightseeing-Tour. 700 PS hat der Truck, den Julia später bewegen wird. Okay, wie komme ich hoch? Sie ist 1,65 Meter groß, aber weiß sich zu helfen. LKWs ist hier gewohnt. Ah, okay. Okay. Noch den Gurt anlegen und dann. Fahren wir mal zur ersten Runde. Ist das eine Wasserwaage oder was ist das? Ja, sozusagen. Ja? Das ist unser Schrägenmesser, der uns ein bisschen anzeigt, wie schräg wir tatsächlich fahren können, wann kippt er um. Die Faustregel: Wenn der Truck mehr als 45 Grad zur Seite kippt, fällt er um. Will er da runter? Er will hier runter? Also wir fahren solche Berge, wenn es irgendwie geht, ohne Bremse. Wirklich, ohne Bremse, Kupplung, einfach kleiner Gang und runterrollen lassen. Mhm. Weil durchs Bremsen wird er unkontrolliert. Ja. Oh nee. Oh mein Gott, oh mein Gott! Warum sind wir nicht gekippt? Da fehlt noch ein bisschen, da müssen wir ein bisschen steiler fahren. Oh mein Gott. Wahnsinn. Jetzt machen wir ein bisschen was Krasses, oder? Was krass. Das war ist dein Ding. Ja. Julia merkt ganz deutlich, selbst kaputter Straßenbelag ist nichts gegen die Verhältnisse hier. Weiter geht der wilde Ritt. Nach runter kommt rauf. Boah. Oh mein Gott. Wow. Im Steinbruch wird ständig gearbeitet. Die Abhänge verändern sich also oft. Für Marc und Jan das perfekte Training. Was gibt's denn, ey? Das Problem? Heute Nacht hat's geregnet und alles ist noch matschiger als eh schon. Da haben auch die 700 PS keine Chance. Wenn's trocken ist, hätte ich gesagt, ja. Aber schau mal, wie der hier nach links wegrutscht. Profi-Truck-Trailer Marc bricht ab. Und bei Julia steigt der Puls, denn sie muss, ja, will ja auch noch. Als normale LKW-Fahrer ist das gerade sehr, sehr unnatürlich. Es fühlt sich sehr, sehr unnatürlich an, weil ich will, dass alles heile bleibt. Das sehr Fahrzeug gut. Und wir. Gut. Okay? Ist immer froh. Fliegender Wechsel? Jawohl. Okay. Marc und Jan schonen das Trucker Babe nicht. Bei einem Abhang würde sie normal rückwärts ausweichen. Gleich heißt es, alle Kraft voraus. Starten ist dann hier neben dran nach oben. Genau. Fahren wir einfach mal. Warum geradeaus? Fahren wir geradeaus. Boah, Leute, das ist nicht euer Ernst. Oh, Leute, nicht euer Ernst! Kein Gas, kein Nix? Gar nix. Blöd! Schau bitte hin, wo du hinfährst. Ah! Oh mein Gott! Also, hier nochmal zum Vergleich. So sieht der Alltag von Trucker Babe Julia normalerweise aus. Okay? Sie fährt solche schicken Rückzugsörtchen zu Events. Und erlebt dabei schon auch mal Aufregendes, aber eben anderes. Irgendwo auf diesen Urinalrinne oder Urinalrinnen war Bill Gates drauf. Ich glaube, es geht eher in die Richtung, wo er drauf war.
Beim Truck Trail ist heute richtig Nervenkitzel angesagt. Ein echt krass privater Moment, bei dem wir Julia begleiten dürfen. Wow! Jetzt geht's dann rechts hoch. Als nächstes soll sie einen Steilhang hochfahren. Klingt leichter, als es ist. Also wir machen jetzt mal alle Sperren schon rein, jetzt nimmst du mal den ersten Gang und fährst mal, bis er nicht mehr geht. Einfach im Standgas rollen lassen oder ein bisschen Gas geben. Okay. Ruhig noch weiter, bis er nicht mehr vorwärts geht. Oh, der geht nicht weiter rechts! Gut. Anhalten, halt an. Jetzt zurückrollen lassen, Rückwärtsgang reinlegen. Wichtig, Gefühl kriegen fürs Hindernis. Es geht um Taktik, nicht um Geschwindigkeit. Jetzt kommen wir mal ein bisschen größeren Gang, der zweite groß. Und wichtig ist schön zwischen den Steinen durch und nicht vom Gas, bis wir oben sind. Okay, warum haltet euch so fest? Wir haben keine Angst. Ja, ja, ihr vertraut mir, ich sehe es. Gas, ja? Oh Gott. Oh mein Gott! Und geschafft! Wirkt schon so, als könnte sich das Trucker Babe daran gewöhnen. Julia wäre die erste Truck-Trail-Fahrerin Deutschlands. Also Respekt! Oh. Wirklich gut gefahren! Richtig mutig, ja. Das war richtig mega. Ich danke euch, dass ich das machen durfte. Und euer Vertrauen mit eurem Fahrzeug und eurem Leben. Das sind die schönsten, privatesten Momente der Trucker Babes. Denn sie sind auch abseits der Straße echte Hingucker und machen alles mit Leidenschaft und vollem Körpereinsatz. Weiter geht's mit einem Trucker Babe der ersten Stunde. Chaos Queen Jana. Oh. Hier sind 100 km/h freigegeben und hier der PKW fährt 80 vor mir. Hullpratze. Ach ja, kaum eine schimpfte so schön vor sich hin. 40 auf der Autobahn und es ist nichts los, außer dass wir jetzt hier alle auf die 27 wegbiegen. Alle Achtung! Boah. Doch privat kann Jana ganz anders und sie hat eine große Leidenschaft, Tattoos. Heute will sie tätowieren lernen. 22 Motive zieren ihren Körper. In ihrer Heimat Hamburg sind es nur ein paar Minuten bis zum Studio ihres Vertrauens. Na, hallöchen, Großer. Wer kommt denn da? Grüße. Jana, hey, grüße. Der Ossi hat einmal den Tweety, dann einmal das auf dem Bein. Und das Tattoo ist auch noch von Ossi. Das wohl schmerzhafteste Tattoo war das auf dem Hals. Janas Label Chaos Queen. Knapp 4 Stunden ist sie dafür unter Ossis Nadel gelegen, ohne einen Mucks zu machen. Bitteschön. Auf die Frage, bin ich ein Tattoo-Junkie, muss ich definitiv ja sagen. Hätte ich mehr Zeit, wäre ich wahrscheinlich schon viel, viel voller. Ob das Trucker Babe aber Talent hat, um selbst zu tätowieren, das zeigt sich beim Crashkurs. Es fängt an, wir werden uns die Hände desinfizieren. Eine Hand runter und die andere nicht mit der Hand, mit dem Ellenbogen pumpen wir. So? Genau. Das ist die Vorbereitung, der Kunde wird rasiert. Mhm. Der Kunde wird mit Hautdesinfektion bearbeitet. Und dazu brauchen wir Tücher und dazu brauchen wir Stencil Stuff. Das ist die erste Vorbereitung, bevor das Stencil drauf ist. Jana soll eine Schablone, das sogenannte Stencil, zeichnen. Mit dem Stift einmal die Linien nachmalen. Das ist volles Eierherz. Also wenn ein Kunde so eine Linie bekommt, dann ist er bestimmt traurig und kommt nie wieder. Machst du Modell bei mir? Nein. Warum nicht? Nee, doll ist nicht. Man muss der Wahrheit auch mal ins Auge sehen. Du merkst, die einfachsten Linien sind schwer. Ja. Wie bist du eigentlich zu Tattoos gekommen? Ja, ich wollte halt meine Kinder irgendwo immer verewigen. Hier sind meine ganzen Weiber drauf, also meine beiden Töchter, die Gina und die Jessica. Und ganz darunter kommt mein Enkelkind, die Lina. Dann wird's ernst. Jana darf Probe stechen. Mit Wasserflasche und Kunsthaut simuliert Ossi für sie einen Unterarm.
Bislang kennt Jana diese ganzen Vorbereitungen nur aus der Kundenperspektive. Das ist Abzugswasser, Stencilflüssigkeit, damit die Blaupause, die wir auf dem Stencil gemacht haben, übertragen haben, auf die Haut übertragen können. Mhm. Jetzt nehmen wir uns das Herz, wo wir das Stencil schon fertig gemacht haben, mit der Rückseite, wo die Blaupause drauf ist. Und das drückst du jetzt ganz sanft drauf. Genau, gut. Und jetzt nimmst du eine Ecke und ziehst es ganz vorsichtig ab. Ja, wunderbar. So siehst du ja schon die Linien, wo du nachziehen musst. Das ist die Tattoo-Maschine. Und hier ist ein Elektromotor drin. Sind da auch die Schmerzen weniger wie früher mit der alten Maschine? Kostet Geld und tut weh. Guck mal, das ist die Nadel. Genau, jetzt geht das los. Die Nadel sticht 120 Mal pro Sekunde. Das Problem? Gut. Gut. Wir lassen das, ne? Was sagst du selber dazu? Scheiße. So würde ich es auch sagen. Also. Ich glaube, mein Enkelkind malt gerade besser wie ich. Kann das sein? Ja, das ist so. Ich würde sagen, du fährst noch ein paar Jahre LKW. Okay? Machen wir so. Gut, super. Das war dein Entwurf und das Herz darfst du mir jetzt gerne auf den Mittelfinger tätowieren. Und gerne. Ich das darf jetzt wir ablegen. Wir werden zurückbauen, du darfst die Maschine ablegen. Als Erinnerung kriegt Trucker Babe Jana ihr 23. Tattoo. Bist du aufgeregt? Wie immer. Ich auch. Sehr schön hast du das gemacht. Super, danke dir. Ja, Ossi, ich kann dir nur anbieten, vielleicht machst du ja einen Schnupperkurs mal auf meinem LKW. Ja, mal ein Wochenende mitfahren, das wird bestimmt lustig, ey.